Und vor allen Dingen, ist das so eine gute Idee, was ich hier gerade mache? Ich weiß es nicht. Ich baue hier einfach mal weiter, ne? Ich mache das hier auf der anderen Seite. Ich bin gerade im Überlegen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen stiller. Ein bisschen bandstiller. Ich bin gerade im Überlegen, wie ich das... Ah, jetzt falle ich hier schon wieder runter. Wenn ich nicht gerade runterfalle, bin ich im Überlegen, wie ich das hier mit dem Glas dann weitermache. Ob ich dann... Ob ich dann nicht einfach sage, komm bis hierhin und nicht weiter? Oder wie? Weil im Grunde wird es ja reichen, wenn wir das wirklich dann bis hier basteln. Dann zack, das kann da weg. Oder nehmen wir hier diesen Einstieg noch mit? Ich weiß es nicht. Wir können ja auch einfach sagen, bis hierhin und dann ist Schluss. Ich rede schon wieder auf der falschen Seite für Mikrofon, glaube ich. So, das würde aber heißen, dass wir dann... So... Okay, das müsste da reichen und da oben ist kein Glas. Das heißt, da müsste eventuell noch Glas drüber. Ich weiß jetzt aber nicht mal, wie ich hier noch rauskommen soll. Scheiße. Boah, das werden wir doch niemals alles abdecken können. Da wird es doch bestimmt noch Schlupflöcher geben ohne Ende. Na, ist jetzt Fracksausen? Aua. So, wir sollten auf jeden Fall gleich mal gucken, was das Essen macht. Ich habe auf einmal so ganz zufällig ein leichtes Hungergefühl. Aber ich würde doch gerne noch gucken, wie wir das da mit dem Dingens hinkriegen. Ach, hier ist ja auch so schäbig. Noch alles offen auch. So, jetzt haben wir eh kein Glas mehr. Ich glaube, dann machen wir später weiter. Hier, ach Mensch, hier ist ja jetzt Glas. Das ist ja eine tolle Sache. Hallo? Ja, ist ja spitze. Jetzt komme ich selber nicht mehr rein. Ach, ja, super. Das hat uns gerade noch gefehlt. Das ist genau das Richtige. Ich glaube, da müsste eine Tür hin und ich glaube, da müsste auch eine richtige Glaswand hin. So, jetzt erstmal hier rein. Ich hoffe, wir sind hier in Sicherheit. Ich bin mir selber nicht sicher. Ach, wir haben ja eh noch Brot dabei. Und langsam wuchert hier auch alles zu, habe ich das Gefühl. Und hier ist ja eh noch... Ist das jetzt offen oder ist das geschlossen? Nee, da ist eine Glasdecke drüber, ne? Die sieht man nur gar nicht mehr. Und hier irgendwo ist ein Zombie. So, mal schauen. 4 Steaks haben wir jetzt auch noch. Das ist natürlich wunderprächtig. 10 Eirenore können wir uns auch nochmal reinhauen. Und dann natürlich noch Glas anschließend basteln. Und ich würde mal sagen... Ach, wir haben... Doch, wir haben doch noch Holz. Na klar, haben wir noch Holz. So, 64 davon, zack. Und dann auch mal 64 davon. Und dann würde ich sagen, mindestens eine Spitzhacke werden wir noch brauchen. Und mit der gehen wir mal ganz kurz das Feld zu Ende bauen. Wenn wir schon mal dabei sind, das dauert ja jetzt auch nicht mehr lange. Ach nee, hier so. So, dann haben wir das hier. Dann kommt hier einfach nur noch Erde rein. Und wupp dich, dann sind wir gleich schon durch. Und dann haben wir das Feld zumindest fertig. Auch wenn das mit der Kohle da hinten gerade noch suboptimal aussieht, ist jetzt auch alles Wurst. Ich werde dann die Aufnahme auch gleich mal beenden, weil
Es ist schon relativ spät und ich werde schon ein bisschen bräsig im Kopf gerade. Ist hier definitiv momentan keine gute Aufnahme, so spät aufzunehmen. Bei der letzten Aufnahme da, naja, ist es dann ja ganz verkackt auf einmal. So, hier kann ich auf jeden Fall nochmal einen Torch in die Mitte hängen. So. Und schon haben wir unten unser eigenes Fältchen. Da können wir jetzt noch einen schönen Zaun drum machen. Ich glaube, das mache ich gerade mal. Holz haben wir ja eh genug da. War das jetzt so? Nee, ich glaube, das war ja nicht mit Sticks, das war ja mit Planks. Nein, das war es nicht. War das doch mit Sticks? Oh, Alter, ich verwechsel das immer. Mann, und jetzt während des ganzen Umzugs, ich habe dann so ewig kein Minecraft mehr gespielt. So, 12, 1, 2, 3, 4, das sind 8, 9. Das müsste also reichen. Schade, dass man sich kein Gatter machen kann, wo man Zombies hält. Die despawnen ja dann auch nach einer Zeit. So, du kommst mit. Du kommst mit. Ich mache erstmal einen kompletten Zaun. Da können wir später immer noch gucken, wie wir es machen. Und hier kommen auf jeden Fall hoch. Auf die äußersten kommen auf jeden Fall Fackeln drauf. Dann spare ich mir die hier. Mach dafür lieber hier nochmal eine. Und hier ist, glaube ich, auch ganz ratsam. Hier sieht es auch ein bisschen dunkel aus. So. So, dann kann ich hier noch eine drauf machen und dann kann ich hier noch eine drauf machen und hier in die Mitte kommt dann am besten noch so ein Durchgangstor, was wir jetzt momentan noch nicht haben. Das können wir ja gleich noch nachholen. Hier ist auch so dunkel drin, ne? Na komm, ist jetzt auch egal, wir gehen jetzt eh pennen. Ist der Zombie hier irgendwo? Nee. So, gute Nacht und ja. Ich muss nicht wirklich gehen, scheiße. Ich glaube, ich hau mich gleich in die Falle. Also jetzt wirklich hier, ne? So, hier Rill und so. Eine Axt haben wir doch noch. Wunderbar. So, dann basteln wir uns gerade nochmal eben ganz kurz ein Gatter. Dann haben wir zumindest schon mal unser erstes Fältchen. Beziehungsweise unser einziges wahrscheinlich hier. So, zack, zack. Und dann haben wir unser Gatter und dann können wir ganz kurz dicht machen. So, eigentlich müssten wir jetzt unterirdisch hier noch ein paar Tiere reinlocken. Dann könnten wir hier noch so Dinger machen, halt so, ne, so ein bisschen Fleischfarm und sowas. Zumindest ein paar Kühe hier ansiedeln, dass wir hier immer frisches Fleisch haben. Das wäre vielleicht gar nicht mal so die schlechte Idee. Schafe sind nicht so wichtig. Schweine würden auch gehen. Aber so eine Steakfarm wäre natürlich schon was Feines hier unten. Muss man ja mal so zugeben. So, und hier können wir ja eigentlich... Dann können wir ja hiermit brechen. Ach ja, den braucht man ja gar nicht mehr. So, pass auf, dann schmeiß ich das hier alles weg. So, dann machen wir hier lieber was Typisches draus. Und ein bisschen Weizen haben wir dann ja trotzdem noch gekriegt. So, jetzt müssen wir nur gucken. La 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 la. Hoppala hoppala. So, machen wir ja richtige Erde draus. So, und das könnten wir theoretisch noch ein bisschen ausweiten. So, dann hätten wir das da ausgeweitet und theoretisch können wir noch ein bisschen nach hier gehen. Weiß nicht, ob das dann zu groß ist, keine Ahnung, ist aber auch Wurst. So, hier nochmal.
Ich würde das ja gern grün kriegen hier unten, aber ich glaube, Bone Meal können wir nicht auf dem braunen Zeug raushauen. Wäre natürlich schön, wenn man so Rasen pflanzen könnte, auch unterirdisch. Aber ich fürchte, da müssen wir uns einen kleinen Trick überlegen, wie wir hier grün reinkriegen. Ich weiß, glaube ich, schon wie. So, pass auf. Dann hier, hier, hier. Das müsste ja eigentlich gehen. So, also eigentlich müsste das Grün jetzt nach und nach von da oben hier rüber wachsen. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Efeu ist, ob das das daran hindert oder nicht. Ich hau das mal vorsichtshalber da weg. So, hier das Grün müsste sich jetzt langsam da in die Höhle ausbreiten. Ich hoffe, es stimmt. Ich weiß es nicht genau, ob es auch nach... Ich habe es bis jetzt nur nach oben wachsen lassen, wie nach unten. Aber es müsste theoretisch gehupft wie gesprungen sein. So, dann können wir uns hier unten nämlich was ganz Fantastisches hinbauen. Dann können wir hier auch mal ein bisschen den Stein so ein bisschen eindämmen. So, dann machen wir lieber noch ein bisschen mehr Erde hier unten rein. Und den Kies lasse ich einfach so, wie er war, damit es weiterhin naturbelassen aussieht. Ich quatsche zu viel von dem, was ich mache und erzähle zu wenig Zeug, ne? Ja, das gibt's immer mal. So, komm, den Kies lasse ich da mal, so. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch warten, dass das Gras hoffentlich schnell hier in die Richtung wächst. Wachse! Schnell! So, ich glaube, ich mache dann aber auch eine kurze Aufnahmepause. Weil ich tatsächlich schon... Hier, merkst du, ne, dass ich ein bisschen müde bin? Auf jeden Fall... Ja. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier unten jetzt zumindest ein bisschen mehr Sicherheit geschaffen. Und Glas. Ich glaube, demnächst müssen wir auf jeden Fall mehr Sand holen. Dann können wir da oben das mit dem Glas mal ausbauen. Und dann weiß ich, ob ich hier so eine Konstruktion dann lasse, weiß ich nicht genau. Weil ich da selber nicht ganz durchblicke, ist das jetzt dicht, ist es nicht dicht. Bist du noch ganz dicht? So, hier ist auf jeden Fall ausgeleuchtet. Hier müssten wir wahrscheinlich noch eine Tür machen. Nach hier hinten. Können wir eigentlich... Ne, wir haben nur noch 4 Cleanstones. Wir können ihn natürlich aus Kobbel machen, aber ich will lieber aus Cleanies haben. Machen wir nächstes Mal. Mal gucken. Wenn ich mich dran entsinne, dann machen wir das nächstes Mal. Hier war unser alte Ranzpofe. Das geht ja alles noch. So, egal. Ich quatsch nicht lange rum. Ich sag mal, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Und ja, bis dahin. Tschüss.